Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Fendt Vario 900 V2 SD an. In der Version 1.0, nicht wundern lassen, trotzdem, dass hier V2 steht. Das Ganze gibt es nur für PC und Mac, kommt von den Modder Tomi Modding, NoNo Modding und SD Modding. Ja, findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und dann Großtraktoren und dann habt ihr dementsprechend hier das gute Stück Fendt 900 Vario V2 SD. Für 156.000 Euro in der Anschaffung, 7.956 im Leasing. Wir haben Standard angegeben 305 PS, 600 Liter Diesel, 60 Liter AdBlue, 60 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit. Felgenfarbe kann in diversen Farben geändert werden. Ne, von Rot in Bulk, in Schwarz, in Fendt Weiß, in Biege oder Beige, wie man so mal ausspricht. Und in Grau ebenso kann die Hauptfarbe geändert werden. Vom 9 Grün in Special Grün, in Vario Grün, in Schwarz Matt, in Grün Alt, in Farmer Grün und in Diesel Ross Grün. Dann stehen euch natürlich noch normale Config-Blöcke mit zur Verfügung. Reifenhersteller, Reifenvariante, Design, Warnschilder. Dann seht ihr hier schon, gibt es so ein paar Problemchen. Lights. Wie nennt man das? Schmutzlappen auf Deutsch. Hörner, Deagles, also Balkwin, das sind so Deagles im Endeffekt, kommen wir gleich dazu. Das Ganze dann ebenfalls nochmal als Deagle vorne auf der Haube, Grill und Motorausführung. Sind am Ende des Tages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack. 9 Config-Blöcke. Wenn ihr alle Funktionen nutzen wollt, braucht ihr auch noch den Simple IC-Mod mit dazu. Fangen wir mal an. Reifenhersteller haben wir standardgemäß Trelleborg mit MT3000 Standard, MT3000 Radgewichten, MT300 Dual. Michelin, Custom Standard, Custom mit Gewicht, Custom Dual. Weiter geht's zu BKT, BKT Standard, BKT mit Radgewichten und BKT Dual sowie BKT New, also neu, dann neu mit Radgewichten und neu als Dual. Und dann sind wir auch schon wieder bei Trelleborg. Design gibt es einmal ohne Rundumleuchte, Rundumleuchte links, Rundumleuchte rechts, Rundumleuchte links und rechts. LED-Balken, LED-Balken mit Rundumleuchten. Warnschilder bzw. Warntafel ohne oder dementsprechend mit. Weiter geht's. Hier haben wir dann Missing Configuration Lights in L. Schieß mich tot. Das ist ein Fehler in der XML. Der kann relativ einfach behoben werden, ist aber ein Fehler. Lights No oder Lights Yes. Da habt ihr hier oben separat noch Lichter dazu, beziehungsweise, was heißt Lichter? Das sind Blitzer, also LED-Blitzer, wenn ihr die Rundumleuchte anschaltet. Dann haben wir hier einmal hinten den Schmutzlappen. Entweder ja oder dementsprechend nein. Das ist wohl für Güllefässer relativ nett, weil hier steht Manure Defense. Fenders, yes, ne, habe ich soweit an auch noch keinen Mod gesehen. Dann haben wir einmal Konfiguration Hörner, oben auf dem Dach, ja oder nein. Dann haben wir einmal dieses Balk, wenn ich so, oder Blank, wenn ich so richtig ausspreche, Deagle einmal vorne auf der Scheibe, ja oder nein, beziehungsweise hier vorne einmal auf der Haube. Dann haben wir einmal Konfiguration Grill, entweder in Weiß oder in Grau, beziehungsweise ist das eher, naja, schwarz, könnte man schon fast sagen, aber halt grau durchsichtig. Und dann haben wir noch die Motorausführung, 930 Vario Profi, Vario Power. Und dann verließen sie ihn mehr oder weniger auch schon wieder. Ebenfalls was die 930er Reihe angeht. Weiter geht es zur 936er Reihe als Profi und Power. Dann geht es zur 939er Reihe, wo Profi und Power. Und dann sind wir wieder hier bei der 930er. Heißt 305, 325, 366, 386, 396 oder 426 PS maximale Leistung mit dazu. Je nachdem, was ihr auswählt, also ab nur Vario Power oder Vario Profi, ändert sich hier drinne. Hier knallt so ein bisschen das Licht rein. Seht ihr, ändert sich hier drinne auch die Ausstattung und natürlich dementsprechend auch hier vorne an der Motorhaube die Bezeichnung. Ne? Soweit, so klar. Gut, schauen wir uns das gute Stück, wie gesagt, an. Simple IC braucht ihr, wenn ihr alle Funktionen soweit nutzen wollt. Wir haben Trelleborg 650, 75 R32 vorne mit dran, 800/70 R38 hinten. Wir haben in dem Fall jetzt hier ein Fendt 939 Vario mit dabei. Die Reifen sehen soweit gut aus, das kann man auch alles ohne Probleme lesen. Vorne Fronthydraulik, die normalen Fahrtleuchten, Fendt-Logo da mit dran. Wir haben Kennzeichen am Auspuff, das ist auch verchromt, das Ganze.
Ansonsten haben wir hier SD-Modding, bayerisches Ding, aber dieses EU-Zeichen SUL, Slowakei, gehe ich davon aus, passt jetzt an sich nicht ganz so zusammen, sind aber eher nur kleine Details. Dann haben wir hier oben die normalen Fahrtleuchten, hier haben wir diese LED-Blitzer noch mit vorne mit dran, wir haben die Hörner mit dabei, hier haben wir einen kleinen Feuerlöscher, wir haben oben die LED-Bar, beziehungsweise die Rundumleuchten-Bar mit dazu, ohne die extra Rundumleuchten, das haben wir dann hier drüben. Nochmal, hier hinten die Warntafeln sofern ausgewählt, Bremslichter, Blinker, Arbeitsleuchten nach hinten, einmal vorne, einmal beziehungsweise einmal oben und einmal unten und hier hinten eben die üblichen Anschlüsse. Hier drüben noch kurz das Ganze in der weißen Version und hier mit den Rundumleuchten links beziehungsweise rechts mit dazu und ohne Warntafel. Gehen wir uns das Ganze im Innenbereich an, sehen wir haben Lenkrad, da steht Fan drauf, lässt sich soweit auch bewegen, links, rechts, Spiegel, die sind soweit in ihrer Form, inklusive Rückspiegel. Ja, je nachdem, wie gesagt, was ihr jetzt hier auswählt, habt ihr entweder so einen großen Bildschirm oder halt so einen kleineren Bildschirm, also ab nur ne, Farmer oder Profi. Ansonsten kann man hier drinnen alles soweit erkennen, wir haben an der Decke und hier und da ein paar Unschärfen, was man an den Sitzen und so weiter und so fort hier ein bisschen auch erkennen kann. Ist jetzt nicht so weltbewegend, ist allerdings trotzdem mit dabei. Aber generell sieht das Ganze soweit eigentlich gut aus, wie gesagt, bis auf die Kleinigkeiten. Im Außenbereich gibt es eigentlich soweit gar nichts auszusetzen. Ich würde sagen, hören wir uns mal den Sound an. Kann man in dem Falle kurz halten, Standard-Sound, den kennen wir bereits, aber ist okay, besser so als wie irgendwas Komisches. Ihr wisst soweit Bescheid, aber der Sound, der ist auf jeden Fall mit bekannt. Es könnten zum Beispiel kleinere Nuancen mit drin sein, bevor jetzt Standard-Sound, Standard aus dem LS19, sind so kleine andere Nuancen mit dabei sein, aber prinzipiell der Sound ist auf jeden Fall mit bekannt, aber ist auch okay. Hast du, also ich würde jetzt nichts dagegen sagen, aber ihr wisst auch, Sound ist halt immer auch Geschmackssache, empfindet halt jeder anders. Ich finde, relativ gut, passt eigentlich zum Traktor. So, Thema Funktionalität, also Lenkrad lässt sich soweit bewegen, soweit so klar. Spiegel funktionieren soweit auch, können wir mit Spiegelmod noch einstellen. Rückspiegel haut auch hin. Animationstechnisch gesehen haben wir eigentlich soweit auch alles mit dabei. Ne? Eine Hand am Lenkrad, die andere Hand am Joystick. Mit dem Beinchen wird gearbeitet, die Hand am Joystick ist nicht wirklich animiert, ihr seht, die ist eher so da und der Joystick glitscht so durch die Hand, aber ja, ansonsten haben wir vorne hier vorwärts, rückwärts fallen und digitale Anzeigen, die soweit auch mit dem LS19 Tacho soweit synchronisiert sind. Ansonsten, wenn ich hier vorne einmal Blinker anmache, haben wir da soweit die Icons auch mit beleuchtet. Ansonsten generell ist hier Licht mit dabei, auch bei dem Monitor. Der Monitor selber, seht ihr hier, hat jetzt hier keine großartige Funktion. Wenn wir uns den großen Monitor hier anschauen, seht ihr aber auch das Gleiche. Auch da haben wir die Tankanzeige da drin. Ihr seht das Ganze hier, wenn ich jetzt Gas gebe, haben wir den Verbrauch. Ne? Da sind einzelne Elemente noch mit drin, aber der größte Teil ist leider Gottes nur Dekoration. Und beim Client, sofern ich das richtig überblickt habe, ist es nur Deko und hat gar keine Anzeigen mit drin. Wenn ich einmal die Blinker hier anschalte, haben wir das Ganze. Wenn ich separat hier Licht anschalte, werden noch ein paar Elemente mit beleuchtet, beziehungsweise hier eine kleinere Dings mit eingefügt. Aber ja, so sieht's aus. Blinker haben wir einmal vorne, einmal hinten, reflektieren soweit auch, alles schick, alles schön. Die Rundumleuchten sind hier in dem Falle mit der LED-Bar relativ wild, wie ihr seht. Also Halleluja, Werner wird's gefallen von Burning Gamers. Die normalen Rundumleuchten sehen so aus, die sind weitaus angenehmer. Aber wer so ein bisschen auf Party hart steht, der kann das Ganze hiermit auswählen. Ich würde da aber persönlich bekloppt werden. Ansonsten gibt es normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht und vorderes Arbeitslicht. Könnt ihr separat mit Numpad 5 und Numpad 6 aktivieren und deaktivieren. Klappt soweit auch alles ohne Probleme. Hube, ja, auch recht ordentlich. Weitere Funktion ist natürlich Simple IC. Ihr könnt die Fahrertür öffnen und schließen. Ihr seht, da geht nebenbei auch hier noch das Licht mit an zum Einsteigen. Das ist eine recht nette Geschichte. Ihr könnt hier drinnen noch ein separates Licht mit einschalten. Auch das alles mit dabei. Wir können das Lenkrad nach oben bzw. nach unten machen. Wir können hinten die Heckscheibe öffnen und schließen. Ebenso können wir im Außenbereich, sofern ausgewählt, die Warntafeln ein- bzw. ausklappen.
Und solltet ihr die Rundumleuchten hier oben mit dran haben, könnt ihr über diese Dings, also über diese Simple IC-Funktion, die Rundumleuchten noch einklappen. Das sind auch alle Funktionen, die soweit hier mit da sind. Oben könnt ihr noch das Dach öffnen. Und das ist es dann am Ende des Tages auch schon mit gewesen. Ansonsten 63 km/h, die maximale Geschwindigkeit laut Taro. Wir pügeln uns da langsam hin in diesen km/h-Bereich. Alles sehr, sehr angenehm. Man merkt auf jeden Fall, dass das Fahrzeug Gewicht hat. Empfinde ich jetzt aber weder als Verbesserung noch als Verschlechterung im Vergleich jetzt zu den Standardmaschinen, die wir im LS haben. Naja, ihr seht, das ist soweit eigentlich alles mehr als in Ordnung. Dann machen wir natürlich noch unseren kleinen Test. Wir hauen hinten wieder unseren Flug dran, hauen vorne ein kleines Gewicht mit dabei. Haben wir hier auf die Schnelle irgendwas? Dann machen wir mal die 2,4 Tonnen hier. Dann machen wir heute mal ein bisschen größer. Bordsteinkanten sind natürlich auch nicht das Problem. Ne? Ist halt ein großer Traktor. Ne? Zack, zack. Als würden sie nicht existieren, so frei nach dem Motto. Bremse ist recht ordentlich. Auch da werdet ihr nichts im Vergleich zum Standardspiel Negatives feststellen. So, haben wir einmal den Spaß da hinten dran. Holen wir uns einmal hier noch das Gewicht vorne mit ran. Ne, nicht so stürmisch, mein Kleiner. So, haben wir hier den ganzen Spaß noch mit dran. Sehen wir dann auch, dynamische Kabelschläuche hinten sind wir dabei. Animationstechnisch gesehen auch alles sauber. Das gleiche gilt für hier vorne. Na, hier vorne, so rum. Seht ihr dann auch hier vorne, auch da animationstechnisch gesehen alles kein Problem. Ist am Ende des Tages noch hier der Lok entscheidend und ihr seht, der Lok ist soweit sauber. Ne? Also könnt ihr euch, was das angeht, bedenkenlos downloaden. MB-Zahl, wenn ich es gerade noch richtig in Erinnerung habe, um die 50 MB, 30 bis 50 MB ist eine größere Schwankung. Aber ungefähr so ist eigentlich auch noch vollkommen im Rahmen. Nun, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.